Okay, aber warum? 2, 9, warum die 1, 4? Wegen der 14. Wobei das nicht ganz logisch ist, weil, wenn wir das tatsächlich so nehmen, dann ist die 9 nicht mit dabei, weil... Wobei doch. 2, 9, 1, 4. Moment, aber dann wird, ist zumindest nicht der, der auf den verwiesen wird. Und das ist Quatsch. Also das passt nicht genau. Aber guck mal, wenn wir jetzt nämlich die 2 nehmen, die 2 verweist auf die 6. Das heißt, dann müsste ich die 2 und die 6 nehmen. Die 9 verweist auf die 14. Also da finde ich, ist ein logischer Bruch drin. Warte, das will ich mir nochmal ganz kurz angucken. Freunde, das ist... ich meine, ich bin kein Ass in Logik. Ich habe meinen Logikschein damals... Die Schlüssel ergeben die Zahl 2914. Ja, finde ich nicht gut. Weil, wie gesagt, hier wird verwiesen auf den. Der ist nicht drin. Die 6 ist nicht drin. Die 9 ist drin, verweist aber auf die 14 und die ist komischerweise drin. Also... Tut mir leid. Gut, dass es sagt, ich wäre allein nicht drauf gekommen, weil das für mich dann wirklich nicht logisch ist. Aber gut, 2, 9, 1, 4. Dann würde ich vorschlagen, oh Gott, jetzt müssen wir natürlich noch die Reihenfolge rauskriegen. So. So, 2... 4. Das ist es. Okay. Logisch finde ich es trotzdem nicht, aber gut. Adventures müssen nicht immer logisch sein. Bier, etwas essen, Schlüssel? Man braucht ein Vorhängeschloss, um so etwas zu sichern? Ja, da hauen wir uns jetzt erstmal eine schöne kleine Cola in den Schädel. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. War das der? Sind die kalt? Ja, das bleibt im Kühlschrank nicht aus, wenn der funktioniert. So. Nein, 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 ich wollte doch eine Flasche Wasser rausnehmen. So, hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Bier, ja, ziemlich genau. Viel auf den ersten Blick. Bier. Aber für ein paar Kumpels? Ja. Komm, Jungs, wir besaufen uns. Okay, hier kann ich nur wieder zumachen. Ich sollte noch etwas erledigen, bevor ich gehe. Was? Ist ja, wie soll ich sagen, akkurat. Den guten Dick hat sie irgendwie zu Sau gemacht, weil der ihr zu pingelig war. Und die Dame macht die Biervorräte, schließt sie wieder ein. Gut, aber mit dem Rätsel muss ich sagen, nett, dass du das vorliest. Ich wäre nicht drauf gekommen, weil das für mich in sich nicht ganz logisch war. Aber Adventures sind ja nicht immer die logischsten. So. Okay, dann gehen wir wieder raus. Aber Moment, wofür brauchen wir jetzt eigentlich den Schlüssel? Können wir jetzt Bagger fahren, oder was? Hier ist ein Seil. Okay. So reden will sie ja gerade nicht. Okay, ich denke mal, hier haben wir dann erstmal alles abgedealt, oder? Kann man das Schreckensvorderseite? Wir gehen uns nochmal grüßen. Ah, das ist Dick. Dicky Boy. Hey, Alter. Und jetzt sei mal ein bisschen nett zu dem. Mein Gott, der hat ja gar nichts getan. Sie wollen doch nicht gehen, oder? Wir gehen. Tun wir nicht. Nicht, wo ich so weit gekommen bin. Erleuchten Sie mich bitte. Ich kann nämlich keine Erfolge erkennen. Ich auch nicht. Ich habe die Spur verfolgt, die der Killer gelegt hat. Ich habe die Hexenpuppe. Die Puppe führt zur Kammer des Schreckens. Und warum sollte die Puppe mich überzeugen? Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wir den Hinweisen des Mörders folgen. Ich glaube, wir folgen den Hinweisen Ihres erschöpften Gehirns. Ich bin nicht erschöpft, ich war im Urlaub. Offensichtlich sind Sie zu früh zurückgekommen. Sie waren in der Alpha-Phase und haben sie unterbrochen. Ach, hören Sie auf. Muss ich mich wirklich vor jedem rechtfertigen? Nein. Sie erzählen mir besser, was wir hier machen. Das SWAT hat das ganze Gebiet durchkämmt. Einschließlich der Kammer des Schreckens. Kein Killer, kein Opfer. Was wollen Sie hier noch erreichen? Okay. Oh, kommt gleich mit Befehlsgewalt. Ja, muss dich nicht wundern, wenn ich so ankacke. Du warst echt nicht sehr nett. Es muss eine Art Zeichen geben. Eine Spur. Wir sind nicht umsonst hergekommen. Es war die falsche Entscheidung, der falsche Ort.
Wir müssen wieder am Anfang anfangen, beim Päckchen. Wir müssen alle Einzelheiten noch einmal analysieren. Das habe ich bereits getan, Partner. Sie werden zum selben Schluss kommen wie ich. Sie können einfach nicht zugeben, dass Sie im Unrecht sind. Die Operation läuft. Sie werden jede Sekunde etwas finden. Werden Sie nicht. Es ist vorbei. Ist es nicht? Oh ja, das ist es. Jetzt müssen wir hier echt noch einen auf Befehlsgewalt machen. Da kann ich ja gar nicht drauf. Ich habe hier die Befehlsgewalt. Nicht mehr. Ich habe dem Chef Bericht erstattet. Er sagt, wir sollen zurückkommen. Hinter meinem Rücken? Der Chef rief mich an und Sie waren nicht in Reichweite. Was sollte ich denn machen? Ihm sagen, Sie hätten so eine Ahnung, ein Gefühl, dass Sie auf ein Zeichen warten? Ich werde ihn sofort anrufen. Wie Sie wollen. Aber es war seine Entscheidung, uns anzurufen. Alles, was Sie erreichen können, ist, einen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Ja, wie man in den Wald hineinruft, so ballert's zurück. Hören Sie zu, Dick. Wir können nicht einfach die Hunde loslassen, um die Beute mit ihren Zähnen zu reißen. So funktioniert das einfach nicht. Wir müssen hier herumschnüffeln, uns in die Umgebung einfühlen. Wissen Sie, was ich meine? Ziemlich genau. Ich bin schon länger in diesem Geschäft als Sie. Aber wenn Sie das gewusst haben, hätten Sie nicht die ganzen Leute hierher schleppen sollen. Der Typ mag es nicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Er arbeitet an einsamen Orten. Das ist eine ideale Situation für eine Spezialeinheit. Und Sie glauben, er liefert sich einfach wehrlos aus? Er möchte aus dem Schatten herauskommen. Er will, dass die Welt seine Schmerzen sieht. Er verliert den Instinkt der Selbsterhaltung. Den verlieren Sie. Sie sind hysterisch, werden von der Sache mitgerissen, Partner. Warum sind wir hier, wenn Sie so großartig sind? Warum haben Sie diesen Typen nicht längst erwischt? Wenn Sie an etwas neben Ihren kleinen Phobien interessiert wären, wüssten Sie das jetzt vielleicht schon. Oh Gott, das gibt ja nicht gleich nur eine Schlägerei hier, Freunde, wa? Sie mögen mich nicht, weil ich Ihr männliches Ego verletze. Wie kommen Sie mit Leuten zurecht? Immer gerade heraus, was? Ich und mein Partner waren ein tolles Team, wenn Sie das wissen müssen. Machen Sie nicht mich dafür verantwortlich. Ich habe Nick nicht gefeuert. Ich mache Sie nicht verantwortlich. Aber warum zur Hölle muss ich mich mit Ihnen die ganze Zeit herumschlagen? Weil das hier kein Kinderspiel ist. Genug davon. Ich nehme das Team und kehre zum Büro zurück. Sie können ja bleiben, wenn Sie wollen. Okay, wir bleiben auf jeden Fall, aber dann wird's sehr gruselig. Dann gestehe ich, da kriege ich ein bisschen Schiss, wenn ich hier alles ohne die ganzen Jungs da machen muss. Scheiße, ich bleibe. Viel Spaß, Partner. Den werde ich haben. Schließlich ist es ein Vergnügungspark. Aber Sie nehmen nicht den Wagen. Geht doch alle. Ich werde nicht aufgeben, bis ich etwas finde. Naja, ein bisschen zickig ist sie ja schon. Aber liebe Freunde, ich werde jetzt mal ganz kurz speichern. Ich traue dem Brat nämlich nicht so ganz. Spiel gespeichert. Weiter. Ja, ich... Jetzt bin ich hier irgendwie alleine mit mir und meinem schönen schwarzen Anzug. Die Gruselmonster gruseln mich hier irgendwie doch ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Okay. Lagerraum. Wo brauchen wir denn noch einen Schlüssel? Wir haben doch eigentlich alles erstmal jetzt soweit geöffnet, oder nicht? Okay, wir gucken uns das hier nochmal an. Aber hier... Auto... Ja, da kann man aber auch nichts machen, ne? Mal gucken, okay. Gucken wir mal Unterboden des Autos. Können wir es mit dem Hammer vielleicht hier ein bisschen kloppen? Bisschen mit dem Mottek rohe Gewalt anwenden. Ja, klar. Ja, klar. Da wird nichts passieren. Okay. Das passt nicht. Das geht nicht. Okay. Ja, klar. Das passt nicht. Okay, Antriebsrad, können wir denn das Rad da vielleicht draufballern? Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Das passt nicht. Okay, dann vielleicht da hinten. Da war ja auch noch irgendwo. Genau hier auf die Achse.
Ich sollte das Rad mit einem Bolzen blockieren. Okay. Andernfalls fällt es während der Fahrt ab. Die will echt fahren. Ich bin da gar nicht so für. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren mit dem Nagel vielleicht. Der Nagel ist zu kurz. Okay. Der Nagel ist zu kurz. Das geht nicht. Im Binnfahren. Okay, was haben wir denn sonst noch? Hier ein bisschen Munition rein. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Das passt nicht. Aber die kann doch mit einem Rad sowieso nicht fahren. Das ist oft das geht Quatsch. Nicht. Okay, mehr haben wir aber nicht. Wie willen die damit fahren? Hier ist... Okay, wir haben ja noch den Schraubstock. Den Schraubstock. Stockschraub. So. Okay. Hübsch dekorierte Autos für ein paar Passagiere. Okay, dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir nochmal zur Werkbank zurück. Wo war die? Die war hier, glaube ich, ne? Zack. Ach nee, das war die Ablage, okay. Da haben wir aber eigentlich auch alles. Ah. Okay. Tja. Ich glaube, das ist der Plan mit der Route des Geisterzuges. Okay. Hier wird das Fahrgeschäft gestartet. Hier wird das Fahrgeschäft gestartet. Okay. Aber wir müssen ja das Rad noch irgendwie klar kriegen, ne? Sonst fällt sie ab, wie sie sagte. Okay, können wir denn den Nagel ein bisschen platt machen? Das passt nicht. Das passt nicht? Ja, klar. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Denn die Stange da vielleicht? Das geht nicht. Das geht nicht, das geht alles nicht. Wieso geht das? Die haben wir auch schon probiert. Da wird nichts passieren. Okay, und den vielleicht nochmal? Das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Das passt nicht. Was hat uns das jetzt gebracht? Ein Stück weiches PVC. Okay. Und jetzt vielleicht den Nagel? Ich muss den Schraubstock zudrehen. Ja, klar. Was hast du denn jetzt gemacht? Okay. Was hat das jetzt gebracht? Mit einer Lochzange würde das besser gehen. Und was soll das jetzt? Das geht nicht. Ja, Freunde, ich bin ehrlich, ich verstehe es nicht. Mit einer Lochzange würde... Ja, so, drehen wir mal um. Wie dir denn nur ein Loch eingemacht? Okay, Loch klingt irgendwie nach Bindfaden. Aber was soll das? Ein Stück Plastik mit einem durch das Loch eingefädelten Faden. Okay. Aber, wozu das Ganze? Ja, klar. Schnauze, so. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren, okay. Ja, klar. Ja, das Problem ist, wie auch die richtige Reihenfolge. Das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Willst du ein bisschen rumballern? Ja, klar. Ja, klar, okay. Die Hexe? Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren, okay. Okay, Freunde. Mit dem Fahrrad können wir auch nichts machen. Den Müll will sie nicht. Soll da sonst noch irgendwas übersehen? Ich übersehe doch so gerne Sachen. Ihr wisst ja, dass ich so gerne Dinge übersehe. Okay, ne, irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Okay. Gut, da waren wir jetzt gerade drin. Gehen wir mal in die Gasse. Oh Gott.
Jetzt sind wir ganz alleine hier. Aber hier war doch noch das mit dem Beton und irgendwie behaupten sowieso. Mit den Fässern. Können wir denn da jetzt? Das passt das nicht. Das passt nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Können wir ein bisschen rumkloppen? Ja, klar. Ja, klar. Sei nicht immer so sarkastisch. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Hier, Fässer bitte ein bisschen. Das passt nicht. Bisschen Munition, ja, Alter, oder? Ich, du Schacki. Aber das muss doch auch irgendwo für einen Sinn haben, dieses Betonplatte. Komm, da kloppen wir. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Komm hier, die Hexe. Ja, klar. Um die Platte zu den das Fässern. Geht nicht. Das geht nicht. Natürlich geht das nicht. Ja, klar. Das passt nicht. Will sie nicht. Keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Ah, warte mal, vielleicht kann man. Da wird nichts passieren. Ja, das Problem ist. Ja, klar. Können wir da ein bisschen buddeln? Das passt das nicht. Das passt nicht, okay. Spaten. Ich brauche eine Art Hebel. Ja, jetzt braucht es auf einmal einen Hebel? Das geht nicht. Ich brauche eine Art Hebel. Sie braucht eine Art Hebel. Da wird nichts passieren. Okay. Das geht nicht. Das passt nicht. Okay. Den Hebel und dann doch den. Das will sie auch nicht. Keine Ahnung, was ich. Okay. Da wird nichts passieren. Okay, kann ich den da mit dem. Ja, klar. Das passt nicht.